Hey People, ihr wisst es, auch Amazon hat einen Cloud-Gaming-Dienst. Der nennt sich Amazon Luna. Und für alle Prime-Abonnenten und Abonnentinnen gibt es monatlich eine gewisse Anzahl an Spielen, die kostenfrei gespielt werden dürfen. Egal, ob ihr nun zum Beispiel Luna Plus abonniert habt oder euch ein Spiel für Luna gekauft habt, völlig Rille. Hauptsache, ihr seid Prime-Abonnent oder Abonnentin. Dann könnt ihr monatlich Spiele spielen. Die rotieren allerdings raus. Das heißt, ihr könnt sie nicht behalten, ihr könnt sie tatsächlich immer nur einen Monat spielen. Vom ersten eines Monats bis zum letzten eines Monats. Welche Spiele im September 2024 neu dazukommen, das zeige ich euch in diesem Video. Außerdem noch ein ganz toller Hinweis. Bleibt bis zum Ende des Videos dran, denn ich zeige euch mal, wo ihr die Spielstände eurer Spiele überhaupt sichern könnt, runterladen könnt. Denn Fallout 3 und Fallout New Vegas fallen ja raus im Laufe der nächsten Wochen. Also bleibt dran, ich wünsche euch viel Spaß. Mein Name ist Helmut, schön, dass ihr am Start seid. Bis zum 26. September in diesem Jahr könnt ihr Middle-Earth Shadow of War spielen. Das Spiel aus dem Jahr 2017 von den Warner Brothers Games entführt euch in das Herr der Ringe-Universum und lässt euch hinter die feindlichen Linien gehen, um eine Armee aufzustellen, Festungen zu erobern und Mordor von innen heraus zu beherrschen. Erlebt, wie das preisgekrönte Erzfeindsystem mit jedem Feind und jedem Gefolgsmann einzigartige persönliche Geschichten erschafft, und stellt euch in dieser epischen neuen Geschichte aus Mittelerde der ganzen Macht des dunklen Herrschers Sauron und seiner Ringgeister. In Deutsch heißt das Spiel übrigens Mittelerde, Schatten des Krieges. Klingt irgendwie nicht so gut, wie ich finde. Aber Namen sind ja nur Schall und Rauch, es kommt ja auf die Inhalte drauf an. Mega Man ist zurück und im Teil 11 in dem Spiel mit 79 Punkten bei Metacritic.com bewertet und im Jahr 2018 erschienen, verbindet sich das klassische 2D-Platforming von Mega Man mit einem frischen, neuen Grafikstil. Das neue Double Gear-System erhöht Mega Mans Geschwindigkeit und Kraft, um dem bekannten Gameplay der Spielereihe einen feinen Schliff zu verleihen. Die verschiedenen Schwierigkeitsgrade sind der perfekte Weg, Mega Man zum ersten Mal zu erleben. In Mega Man 11, spielbar bis zum 30. September 2024, ab jetzt im Prime-Abo bei Luna enthalten. Und monatlich begrüßt uns das Murmeltier mit einem neuen Lego-Spiel. Diesmal Lego Indiana Jones The Original Adventures. Mit einem 78er Metascore kommt das Spiel neu in das Prime-Abo und kann bei Amazon Luna bis zum 30. September 2024 gespielt werden. Sowohl im Einzel- als auch im Koop. Baut, kämpft und bahnt euch euren Weg aus Schwierigkeiten. Spielt alle drei klassischen Indiana Jones Filme und lasst eure Lieblings-Indie-Abenteuer wieder aufleben. In dieser tollen Lego-Welt. Also natürlich gibt es für euch Entdeckungen und Erkundungen. Es gibt Feinde, es gibt riesen viele Puzzles und auch Schätze. Große Schätze und kleine Schätze. Es gibt mehr als 60 spielbare Charaktere. Ihr könnt also zum Beispiel als Indie, aber auch als seine Freunde oder Feinde spielen. Und natürlich, das darf in einem Indiana Jones Spiel nicht fehlen, ihr könnt die Peitsche knallen lassen. Vom Publisher und Entwickler Team Meat kommt das Spiel Super Meat Boy Forever neu zu Amazon Luna in das Prime-Abo. Das Spiel findet ein paar Jahre nach den Ereignissen von Super Meat Boy statt und Meat Boy als auch Bandage Girl führen seit einigen Jahren ein glückliches Leben frei von Dr. Fetus und haben nun ein wunderbares kleines Baby namens Nugget. Nugget ist die personifizierte Freude und bedeutet alles für Meat Boy und Bandage Girl. Doch eines Tages, als unsere Helden auf einem Picknick waren, schließt sich Dr. Fetus an sie heran, schlug Meat Boy und Bandage Girl mit einer Schaufel bewusstlos und entführte Nugget. Als die Helden wieder zu sich kamen und feststellten, dass Nugget verschwunden war, wussten sie, wen sie verfolgen mussten. Also ließen die beiden ihre Knöchel knacken und beschlossen, nicht eher Ruhe zu geben, bis sie Nugget zurück und Dr. Fetus eine äußerst wichtige Lektion erteilt haben würden. Eine Lektion, die nur mit Schlägen und Tritten erteilt werden kann. Das Spiel hat einen 70er Metascore und steht bis zum 30. September zur Verfügung.
Vom Entwickler Mango Protocol kommt das Spiel Clem, welches im Februar 2024 erst neu erschienen ist und jetzt bei Amazon Luna im Prime-Abo gespielt werden kann. Clem ist ein düsteres, narratives Puzzle-Adventure. Erwacht in einer Welt, in der sich Rätsel und Erkundung vermischen und einzigartige Geschichten entstehen. Eine Stimme erweckt euch und ruft euch. Ein Notizbuch mit seltsamen Notizen und ein Haus, das es zu erkunden gilt, leiten euch an. Erlebt also ein düsteres Abenteuer voller Geheimnisse. Mit einem 79er Metascore, richtig gut bewertet, kann das Spiel noch bis zum 30. September 2024 gespielt werden. Sogar noch neuer ist das Spiel Whisker Water, seine Mischung aus Adventure und Rollenspiel, aus dem April 2024 von Merge Games veröffentlicht. Whisker Waters ist das ultimative Rollenspielabenteuer, das humoristisches Fantasy und die Kunst des Angelns in einer faszinierenden Welt vermischt. Erstellt und spielt euren eigenen Katzencharakter auf einer skurrilen Angeltour, die es so noch nicht gegeben hat. Das klingt aber verrückt. Also aufgepasst, machen wir es ganz fix. Der Tipp, den ich euch noch mit auf den Weg geben will, wenn ihr eure Spielstände sichern wollt, weil zum Beispiel eins der Spiele bald mal rausfällt aus dem Prime-Abo oder ihr allgemein meint, nein, das reicht mir nicht mehr aus bei Amazon Luna, ich will das gerne jetzt woanders weiter spielen, sei es bei GeForce Now, sei es bei einem lokalen Player, sei es bei whatever, dann geht bitte in eure Luna-App rein, zum Beispiel halt am Browser direkt, klickt auf die Einstellungen und dann seht ihr schon auf der linken Seite Spielstände. Jawohl, klickt einmal drauf und dann habt ihr ein Dropdown-Feld, für welches Spiel ihr euren Spielstand herunterladen könnt. Bei mir ist tatsächlich nur eins drin. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich Luna fast nie nutze. Ganz selten mal, um irgendwas kurz anzuspielen und dann gibt es eigentlich auch nie einen Spielstand. Und ich bin halt GeForce Now Hardcore-User, also Hardcore, wie die Zeit es zulässt. Aber wenn das bei euch anders sein sollte, dann wisst ihr jetzt zumindest genau, wo ihr eure Spielstände sichern könnt. Was ist aber euer Highlight für den September 2024? Freut ihr euch zum Beispiel auf ein neues Lego-Spiel? Ich glaube, letzten Monat war der erste Monat, wo mal kein Lego-Spiel dabei war, wenn ich mich nicht täusche. Ansonsten Amazon Luna, Lego-Supporter Nummer 1. Absolut. Ja, das soll es von mir gewesen sein an dieser Stelle. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis bald, ahoi und ciao. Packt Luna monatlich eine ganze gewisse Anzahl an Spielen. So ein Scheiß, was ist das für eine Formulierung? Dieses Video ist eine Produktion der Beautiful People. Monatlich neue Spiele in das Spiel. Für euch am schnellsten in die Welt. Musik von Deichkind und Geek Music. Zwieback.